Hallo, ich bin Lioba Grote und ich stehe hier im Propeller, unserem Beratungs- und Begegnungszentrum mitten im Herzen von Ella und Lierenfeld. Und ab April können Sie hier täglich vorbeikommen und sich mal umschauen. Aber jetzt möchte ich Ihren Blick gerne auf unsere Schaufenster lenken. In unseren Schaufenstern sehen Sie Kunstwerke von Grundschulkindern aus den umliegenden Grundschulen, die Sie zum Thema Frieden und Ukraine gestaltet haben. Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir Kinder und Jugendliche in dieser Situation, die uns ja alle beschäftigt, einbinden können und wie wir ihnen die Möglichkeit geben können, ihre Gedanken und Gefühle kreativ umzusetzen. Und deswegen haben wir die umliegenden Grundschulen und auch weiterführenden Schulen eingeladen, uns ihre Kunstwerke zur Verfügung zu stellen, sodass wir sie hier in unseren Schaufenstern präsentieren können. Erste Kunstwerke können Sie bereits bewundern. Und wenn Sie mal in Ella sind, kommen Sie doch einfach auf der Gummertstraße 79 vorbei und sehen Sie sich von außen die Werke live an. Wir jedenfalls sind sehr begeistert, was hier schon alles entstanden ist. Und wenn Sie vielleicht selber einen Raum oder einen Laden mit großen Schaufenstern haben, vielleicht ist es ja eine Idee, die Sie selber gerne umsetzen möchten. Dann möchte ich Ihnen gerne noch eine weitere Aktion ans Herz legen, und zwar unseren Spenden- und Trödelmarkt, den wir am 26. und 27. März im Pfarrzentrum von St. Gertrud veranstalten werden. Sie können dort am Samstagnachmittag und am Sonntagvormittag allerlei Trödel für den guten Zweck erwerben oder Ihren selbst mitgebrachten Trödel für den guten Zweck verkaufen. Der gesamte Erlös wird dann für humanitäre Hilfe in die Ukraine gespendet, denn wir haben festgestellt, dass sich Sachspenden doch manchmal schwierig erweisen und uns deswegen entschieden, gezielt Geld zu sammeln und dann einzusetzen und zu spenden. Wenn Sie selber trödeln möchten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro St. Gertrud an oder Sie kommen an dem Wochenende einfach mal vorbei, schauen sich um. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie.